Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine weitere Folge Realer Irrsinn. Ja, und die heißt heute Klimaschutz mit dickem Dienstwagen. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist dieses Thema gerade aktuell, obwohl die Folge älter ist. Schauen wir mal, wie aktuell sie ist und sehen uns das Ganze zusammen an. Herrlich, diese Natur rund um den Schweriner Landtag. So sauber und auch... Okay, für diejenigen, die es vorher jetzt auf dem Twitch-Stream mitbekommen haben, es ist also doch nicht aus Hessen, es ist aus Schwerin. Im Landtag wird Umweltbewusstsein gepredigt. So lobte im April die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse die Schüler bei den Fridays for Future-Demonstrationen. Sie sehen und spüren die Folgen des Klimawandels schon jetzt und werden noch jahrzehntelang das ausbaden müssen, was die Erwachsenen von heute tun und vor allem nicht tun. Mit nicht tun, genau. Hey, liebes Schweriner Parlament oder liebe Schweriner Politiker, ich habe eine Idee für euch. Autos weg, Fahrräder radeln. Könnt ihr dann singen? Ja, was haben wir im Radl da? Ach, im Übrigen, das gilt nicht nur für die Schweriner Politiker. Nein, das könnte man auf ganz Deutschland ausweiten, auf die ganze Welt. Wäre natürlich auch gut. Aber ich stelle mir gerade vor, Donald Trump... Nee, mittlerweile ist Birgit Hesse Landtagspräsidentin und hat Taten sprechen lassen. Sie tauschte ihren alten Dienstwagen, einen schwarzen Audi A8 TDI Quattro, gegen diesen blauen Audi A8 TDI Quattro. Ein Schelm, wer denkt, dass das ein Zufall war und... Entschuldigung, aber bitteschön, seit wann macht die Farbe was beim Verbrauch und beim Umweltschutz aus? Es ist das gleiche Auto, es ist letztendlich eine andere Farbe und optisch etwas anders. Denn das Auge fährt ja mit. Dass die neue Limousine in der 13 cm verlängerten L-Version 159 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt und damit deutlich über dem EU-Wert von 130 Gramm liegt, das sieht man ja nicht. Stimmt, das sieht man nicht. Das merkt man nur irgendwann. Also bitte, aber dann auch noch die Schüler loben, die bei Fridays for Future durch die Gegend rennen. Und nee. Gleicher Wagen, nur andere Farbe, würden die Fridays for Future Demonstranten wahrscheinlich sagen, ist das nicht ein Teil des Weiter so? Naja, also ich fand zunächst einmal, man auch durchaus mal von der Farbe schwarz abweichen kann. Sonst wird uns Politikern ja immer vorgeworfen, wir fahren mit den schwarzen Karossen vor. Ich dachte, oder wir dachten jetzt mal, das wäre mal ein bisschen was anderes. Das ist ein, finde ich, sportliches Blau. Ja, absolut. Ich finde es auch immer schlimm, wenn die Politiker in ihren schwarzen Karossen vorfahren. In den blauen Karossen ist es viel, viel besser. Ich habe den Sarkasmuskopf ausgemacht. Absolut. Und mal ein bisschen was anderes. Das ist doch genau das, was diese Klimaschützer immer fordern. Es wäre sinnvoll, wenn der Wagen nicht nach der Farbe beurteilt werden würde, sondern nach seiner Antriebstechnologie und seinen Auswirkungen auf das Klima in Bezug auf die Schadstoffe. Eins möchte ich aber jetzt bitte einwerfen, nur falls jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, warum nimmt sie kein Elektroauto? Elektroautos sind noch schlimmer. Die blasen zwar kein CO2 direkt raus, aber das, was die an Strom verbrauchen und was damit wieder an Umweltschaden angerichtet wird, ist wesentlich schlimmer. Birgit Hesses größte Kritikerin ist übrigens Birgit Hesse selbst, also die Birgit Hesse von vor ein paar Monaten. Schließlich ist es unsere sorglose Art zu leben, die Jugendlichen aufschreien lässt. Aber auch von anderer Seite kommt nun Kritik. Das ist unglaubwürdig, ne? Das ist Wasser predigen und Wein trinken. Naja, Birgit... Ja, das ist doch aber in der Politik normal. Gerade dann, wenn man hingeht, wenn man nicht das Sagen hat, dann kann man über die herziehen, die das Sagen haben. Und sobald man selbst an dem Punkt ist, dass man das Sagen hat, dann ist das, was man vorher gesagt hat, ja das, was man gestern gesagt hat. Was interessiert mich mein Wort von gestern heute? Politik normal. Birgit Hesse trinkt schon noch Wasser, nur das Auto säuft halt Diesel. Und zwar ziemlich viel davon mit seinen 286 PS. Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen ja den CO2-Ausstoß irgendwo reduzieren und schaffen uns irgendeine Protzkiste an. Das machen wir natürlich nicht, sondern bei uns stimmt Anspruch und Wirklichkeit. Moment. So, jetzt bin ich gespannt. Anspruch und Wirklichkeit passen? Was fahren Sie denn für ein Auto? Entchen, welches Auto fährt eigentlich Simone Oldenburg? Aha, diesen Audi A6 TDI Quattro. Und der stößte
Huch, ebenfalls 159 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Aber wie sagte schon der Getestete? Man kann sich an die eigene Nase fassen, seine Coffee-to-go-Gewohnheiten hinterfragen, überlegen, ob die geplante Fernreise wirklich sein muss, zumal es an Ostsee-Seenplatte doch genauso schön ist. Genau. Eben, und an die Seenplatte kommt man mit diesem Auto ja besonders schnell. Ja, also ich find's geil. Da haben wir schon die nächste Folge, aber die haben wir diesmal gar nicht im Programm. Aber ich werde sie mal im Auge behalten. Ja, und deswegen gehen wir jetzt mal gerade zurück ins Chatting. So, ja, genau. Also, das war wieder Material. Wir sind in reinster Kultur, so wie man ihn kennt und liebt. Und die Kollegen von N3 und Extra 3 haben das Ganze wieder wunderbar zusammengeschnitten. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter da bleibt, mir ein Däumchen da lasst, den Kollegen von Extra 3 ein Däumchen da lasst, denen auch ein Abo schenkt und auch das hier unten macht. Da unten ist auch noch die Möglichkeit, was zu schreiben, sei es Anregung, Kritik, Vorschläge oder sonstiges. Vorschläge im Übrigen, das sieht man mal, dieses Video stammt aus einer Vorschlagsliste. Nicht das Video direkt, sondern die Idee, alte Videos von Extra 3 zu gucken. Und ich habe gesehen, die haben über 400 und die werden wir alle nach und nach durchgehen. Das garantiere ich euch. Bleibt also dran und mir bleibt aber heute zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Josie.